Ja, unser neues Album, mittlerweile das 10. Album Monster, ist zu seinem Titel gekommen, weil wir uns gegenseitig angeguckt haben im Studio und gesagt haben, boah, nach so langer Zeit sehen wir eigentlich mittlerweile alle aus wie kleine Monster. Lass mich dein Geheimnis sein. Links, rechts, geradeaus, bis im Labyrinth. Natürlich ist es so, dass das textlich und thematisch dieses Album nicht so greifbar ist wie Vorgängeralben, die so eine Art Konzept schon aufwiesen, so einen roten Faden wie zum Beispiel Wunschkind oder Defekt. Es war zu vielseitig. Trotz alledem befasste sich eher wieder mit den Schattenseiten der Psyche, mit den menschlichen Abgründen und da passt natürlich Monster. Laut unserer Meinung ist es wieder ein bisschen härter geworden, das neue Album. Und wir haben probiert, auf jeden Fall ein bisschen experimenteller zu sein auf dem neuen Album, als es das Album davor war, soundtechnisch vor allen Dingen. Was haben wir denn noch anders gemacht, Herr Flux? Wir haben auf jeden Fall auch mal musikalisch andere Sachen ausprobiert. Wir haben zum Beispiel das erste Mal ein Tango mit dabei. Dann haben wir eine Blues-Nummer mit dabei. Natürlich alles im Umf-Kontext, wie wir einen Tango oder einen Blues interpretieren würden. Aber für uns ist das schon ein neuer Weg, so solche Rhythmen auch mal anzugreifen. Wir waren jetzt mittlerweile im Studio, haben glaube ich im September letzten Jahres angefangen und haben eigentlich bis Dezember das meiste dann schon im Kasten gehabt, hatten dann aber noch mal fast 3 Monate noch mal dran gehangen, um noch mal nach der richtigen Single zu suchen sozusagen und sind jetzt eigentlich mehr oder weniger fertig. Also jetzt sind wir noch so in Feinschliff arbeiten gerade und sind auch noch am Machen an einer zweiten Single, wo wir gerade noch am Überlegen sind, ob wir da noch mal was hinkriegen. Aber eigentlich so die Hauptarbeit ist jetzt erstmal getan, zum Glück. Bei mir ist es eher so, dass ich für die Produktion, wie alle drei anderen auch, mitverantwortlich bin. Ich bin dann eher auch der Engineer hier, was das Aufnehmen angeht, für die Klanggestaltung per Mikrofon, dann hinterher auch für den Mix. Ich mische auch unser komplettes Album, was wir drei zusammen dann produziert haben. Und so hat halt jeder seine Spezialgebiete, aber an sich kann jeder von uns alles. Ich bin innerhalb der Band auf jeden Fall zuständig, wenn es um Sounddesign geht, in irgendeiner jeglicher Art. Also ich spiele ja auf Platte unter anderem die Gitarren und Bässe ein, aber auch wenn es um Sounddesign an sich geht. Und wie man, ich weiß nicht, ob man es schon gesehen hat, aber im Studio steht halt eigentlich mittlerweile sehr wenig rum bei uns. Früher hatten wir ganze Bereiche voll mit Synthesizern und sonstigen Hardware-Sachen. Mittlerweile geht das eigentlich zum größten Teil alles über einen Rechner, was ich sehr angenehm finde, weil wir hatten teilweise, als wir noch viel mit Hardware gearbeitet hatten, hatten wir Ladearien von fast einer Stunde, bis alle Sounds dann in den jeweiligen Geräten drin waren. Teilweise hatten wir so ganz alte Geräte wie Minimoog und so weiter, wo man gar keine Sounds speichern konnte. Da musste man dann abfotografieren mit einer Polaroid-Kamera, hat man die Soundeinstellung abfotografiert und dann probiert, wie wieder so hinzukriegen. Das muss man heutzutage zum Glück alles nicht mehr. Mittlerweile funktioniert alles virtuell sozusagen. Man hat durch die Kräfte der jetzigen Rechner aufgrund der Power, die dahinter steckt, unendlich viele Möglichkeiten. Hier zum Beispiel, als ein Beispiel, ist zum Beispiel Schlagzeugsachen. Bei uns ist ja das komplette Schlagzeug programmiert, auch wenn mancher denkt, das ist alles gespielt, aber wir programmieren halt an dem Schlagzeug sehr, sehr lange, dass es so klingt, wie es klingt und auch so echt klingt, wie es klingt. Und wenn man Schlagzeug haben will, nimmt man sich zum Beispiel solch ein Gerät, das ist Battery von Native Instruments und das ist eine Bassdrum, eine Snare. Ja. Und man kann diese Sounds natürlich dementsprechend bearbeiten. Man kann die verkürzen, wenn man will, zum Beispiel, dass man halt Bass kürzer macht oder länger. Ja, so eine Sachen halt irgendwie Effekte drauf legt und so weiter und so weiter. Wir haben das komplette Album nackt eingespielt, um einfach den Vibe einzufangen, besser und uns noch inspirieren zu können. Daher eigentlich auch der Titel Monster. Also ich meine, man kann das immer so ausschweifend erklären, aber ganz banal. Dero hat an mir runtergeschaut und meinte, was für ein Monster. Und da meine ich, egal, der Albumtitel, lass es den noch nehmen. Was für ein ekliges, kleines, haariges Ja, Monster. ja, ja. Bei uns ist ja Produktion, Komposition, das ist so ein Mischmasch bei uns. Also es gibt jetzt keine eigentliche Kompositionsphase, keine eigentliche Produktionsphase. Bei uns wird während der Produktion auch noch komponiert.
Das ist immer sehr schwierig, da halt irgendwie dann für uns immer den Break zu finden, rauszukommen aus dem Stück. Wir haben zum Beispiel auch mal eine Zeit lang haben wir probiert, irgendwie gleichzeitig probiert, an mehreren Stücken zu arbeiten, wenn man jetzt mit einem nicht weitergekommen ist. Das hat zum Beispiel auch überhaupt nicht funktioniert. Also, mittlerweile hat man ja über Jahre gelernt und versteht es anzuwenden, was man da macht halt. Und es funktioniert so, wie wir zusammenarbeiten, sehr gut. Ich schätze mal, wenn jemand anders das von außen betrachten würde, würde er sich fragen, wie wir überhaupt zum Endergebnis kommen dann irgendwann mal. Weil es alles sehr konfus eigentlich bei uns läuft und immer irgendwie sich alles überschneidet irgendwie. Also das Chaos ist für uns, denke ich mal, kein Problem. Ich denke auch, dass Chaos überhaupt eine Triebfeder von Kunst an sich ist. Schwierig wird es immer, wenn wir versuchen, in dieses ganze Chaos dann eine Ordnung reinzubringen, eine Deadline fürs Album, die Deadline dann auch noch einzuhalten. Da wird es für uns schwierig. Alles, was mit Ordnung zu tun hat, wird schwierig für uns und mit dem Chaos haben wir eigentlich weniger Probleme. Dass wir uns zu dritt einigen, schaffen wir meistens dadurch, dass wir extrem viel quatschen. Also wir haben ganz, ganz viele Diskussionen, auch sehr hitzige Diskussionen teilweise, wo es um Kleinigkeiten teilweise geht, wo wir uns aber richtig die Köpfe einschlagen können teilweise. Aber bei uns ist es halt so, dass wir das halt ausdiskutieren. Also hier ist nichts mit Handgreiflichkeiten und auch nicht mit irgendwelchen bösen Anschuldigungen. Also es bleibt halt immer auf einer kreativen Ebene. Und es ist schwierig auf jeden Fall, aber ich bin halt der Meinung, dass auch das genau Umf ausmacht. Genau, dass halt drei komplett verschiedene Charaktere musikalisch sowie auch menschlich aufeinandertreffen und zusammen probieren halt ein Produkt zu erzeugen und eine Produktion zum Schluss zum Ende zu bringen halt. Die generelle Zusammenarbeit bei uns im Studio, die ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also generell, wenn wir komponieren, haben wir unterschiedliche Phasen. Wir haben erstmal so eine Phase, wo jeder für sich alleine komponiert. Und dann treffen wir uns und spielen uns die gesamten Kompositionen der Einzelnen vor. Und dann wird also schon recht hart ins Gericht gegangen, wird ausgewählt, der Song ist gut genug, um aufs Album zu kommen, beziehungsweise um erstmal nochmal zu dritt dran zu arbeiten. Oder bei einzelnen Songs werden Teile abgelehnt, dass man sagt, guter Refrain, aber die Strophe noch nicht so gut und dann arbeiten wir da auch noch zu dritt dran. Und andere Songs werden halt komplett verworfen und werden in den Papierkorb geschmissen. Es ist natürlich so, dass gerade Studioarbeit immer extremes Potenzial birgt. Du gehst selber an deine Grenzen und jeder tut das und dementsprechend gibt es Reibungspotenzial. Es gibt viel Stress, viel Streit, aber zum Glück können wir uns über die Jahre alle sehr gut gegenseitig einschätzen. Wir nehmen viele Dinge nicht mehr so persönlich, sagen uns selber, derjenige muss jetzt einfach mal ein bisschen Dampf ablassen, das sei ihm auch gestattet. Und dementsprechend knallt es zwar mal, aber danach ist auch wieder gut. Ich finde, das muss auch sein. Musik ohne Emotionen berührt keinen. Deswegen ist es auch wichtig, dass beim Entstehungsprozess der Musik viele Emotionen freigesetzt werden, auch unter den Bandmitgliedern. Und dementsprechend rappelt es bei uns ordentlich im Karton und das bringt wieder einen neuen Zündstoff für das neue Lied, was wir dann anfangen zu produzieren. Sehr wichtig. Links, rechts, geradeaus, du bist im Labyrinth! Beim Song Labyrinth dreht sich's um die fiesen Gänge im eigenen Gehirn, um die menschlichen und seelischen Abgründe, um die Türen, die man sich nicht traut zu öffnen, um die eigenen Leichen im Keller. Und es geht darum, auch in dem Wirrwarr der Möglichkeiten seinen eigenen Weg zu finden. 6 Fuß tiefer ist eine Nummer, die beginnt mit so einem typischen Led Zeppelin Bonham Schlagzeug und geht dann über in sehr orchestral groß gemachten Refrain, wo wir auch diesmal sehr stark mit Vocal-Chören gearbeitet haben, die Dero alle selber eingesungen hat. Also so richtige Chorwand ist da dann im Hintergrund. Und der Song steigert sich eigentlich vom einen Part zum nächsten und wird immer größer bis zum Ende hin. So groß, wie es nur geht, auf so einer kleinen CD. Textlich, 6 Fuß tiefer. Auf der Suche nach dem Ich könnte man diesen Titel auch nennen. Man gräbt und gräbt in sich selber und bei dieser Suche lernt man sich selber immer besser kennen, auch mit allen seinen Schattenseiten. Revolution ist einer meiner kleinen Steckenpferde auf diesem Album, ist sehr experimentell gehalten von den Sounds her, mit Sicherheit einer oder das elektronische Stück auf diesem Album diesmal.
wo wir auch sehr lange dran gefeilt haben an den Sounds und dass es so klingt, wie es klingt. Textlich geht es im Endeffekt darum, um es kurz zu sagen, steh auf und beweg was und lass dir nicht alles gefallen, was dir vorgesetzt wird.